Hallo zusammen und willkommen zu meiner Spielevorstellung von Delver. Delver ist ein Spiel, das recht stark angelehnt ist an das Roguelike-Genre, wovon ich ja schon jede Menge Spiele vorgestellt habe. Also Spiele, wo man nur ein Leben hat und dann das ganze Spiel vorbei ist. Wodurch das Ganze ein wenig mehr, naja, interessanter wird, weil es halt gefährlicher ist. Also eine Mischung aus Roguelike und Ultima Underworld soll es sein. Ultima Underworld ist sowieso ein recht geniales Spielprinzip, halt sich durch den Dungeon durchzukämpfen. Wie man das auch bei anderen Sachen kennt, aber es war halt in voll 3D. Das war damals schon was ziemlich Spektakuläres. Aber wir gucken jetzt einfach mal rein. Wir wollen einen neuen Spielstand anfangen. Dungeon wird erstellt, sehr gut. Und jetzt haben wir hier unser kleines Mannequin. Wie ihr sehen könnt, ist das alles sehr pixelig. Karte M, angreifen, klicken, Inventar ist I und Z. Gucken wir mal ins Inventar. Wir haben eine Lederrüstung und Hosen, die keine Rüstungsklasse haben. Wir haben ein Eisendolch, einen grünen Trank, ein Ale, also Alkohol, und ein Feuerstab. Okay. Oh, ich guck mal, ob es Fallschaden gibt. Nee, anscheinend nicht. Was haben wir hier? Ein exzellentes Lederkäppchen. Das wird auch gleich mal angezogen. Ah, und hier unten wird auch angezeigt, welche Stufe man hat. Wie viel Schaden man verursacht, wie viel Rüstungsklasse man hat. Da sind Lebenspunkte. Da ist eine Minimap. Und ein Beutel. Das ist unser Inventar. Ich glaube schon. Na gut. Also ja, wie ihr merkt, es ist für mich noch blind. Das heißt, wir gucken einfach mal, was wir alles dürfen und was wir nicht dürfen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir sterben und dann fangen wir einfach neu an. Gucken wir mal, ob wir da trinken können. Nee. Ist hinter dem Wasserfall was? Nö. Und wir können noch nicht hochschwimmen. Oh, Leertaste ist auch angreifen. Na gut. Also Leertaste ist angreifen, linke Maustaste ist angreifen, rechte Maustaste ist angreifen. Oh, man kann das gedrückt halten. Das ist ja auch sehr cool. Kann man die Fackel mitnehmen? Nö. Na gut, weiter. Das wird wohl Lava sein. Das probiere ich jetzt mal nicht aus, ob man darin schwimmen kann. Was haben wir hier? Ein gebrochener Magie. Missile ist Geschoss. Ah, ein magisches Geschoss. Du kommst mal mit. Ich habe gerade was gehört. Irgendjemand hat auf uns geschossen, glaube ich. Oh, da kommt ein Mannequin. Probieren wir den gleich mal aus. Piu! Wow. Und gleich ein Level up. Es gibt aber leider kein Charaktersystem. Also Skill Points oder irgendwelche Statistiken, die man erhöhen könnte. Das ist schade. Aber na gut. Wir haben wenigstens mehr Lebenspunkte bekommen und wurden, glaube ich, auch komplett geheilt. Also nicht, dass wir Schadenspunkte bekommen hätten, aber können wir dich mitnehmen? Nö. Wow. Was? Das ist eine Falle. Okay. Nicht gut. Oh, wir sind vergiftet oder so. Ich trinke mal ganz schnell unser Ale. Wir fühlen uns warm. Sehr schön. Ich will mich aber nicht warm fühlen. Ich will mich nicht tot fühlen. Wir können den grünen Trank trinken. Das wird wahrscheinlich ein Heiltrank sein. Sonst wären wir damit nicht gestartet. Ah, wir regenerieren uns mit der Zeit auch. Ah, das ist schon mal sehr. Wow. Sehr gut. Mann. Also ja, das Spielprinzip gefällt mir schon mal tierisch. Vor allem, dass die Gegner auch anscheinend sich anschleichen können und alles nicht so statisch ist. Und mit den Ressourcen halt sehr mausern muss. Also ich benutze den Stab jetzt nur, wenn unsere Lebenspunkte weit unten sind. Oh, was haben wir da? Ein Dolch. Und einen exzellenten Feuerstab. 8 bis 28 Feuerschaden, aber nur 6 Ladungen. Okay, schleichen wir uns mal hier durch. Und ein Eiszauberstab. Also allgemein recht viele Zauberstäbe. So. Wenn das so weitergeht, müssen wir gar nicht mehr in den Nahkampf kommen. Oh, und da geht es eine Etage runter, denke ich mal. Da sollten wir noch nicht hingehen. 20 Pfeile. Ein Schleim. Und eine gute Lederrüstung. Die ziehen wir auch mal an. Also in guter Gerogon-Manier nehme ich natürlich alles mit, was wir mitnehmen können. Einfach in der Hoffnung, dass es irgendwo Händler gibt. Auch wenn ich das ein wenig bezweifle, denn Händler zu programmieren ist meistens schon ein wenig komplizierter.
Außerdem gehört es auch nicht unbedingt zum Roguelike dazu. Zum Roguelike gehört eigentlich eher dazu, dass man so lange durch den Dungeon rennt und irgendwelche Sachen einsammelt, bis man das hat, was man gerne hätte. Oh, was haben wir da? Eine Schriftrolle von Blizzard. Ja, keine Anspielung auf gewisse Spieleprogrammierer. Aber wir haben doch Stäbe. Was ist der Unterschied zwischen einem Stab und einem Scroll? Also entweder kann man die Scrolls nur einmal benutzen, oder man lernt dadurch den Zauberspruch. Ich probiere das einfach mal aus. Wir gehen mal hier zur Lava und drücken da mal drauf. Okay, also anscheinend wird der Spruch nur einmal gesprochen und das war's dann. Also sind Spruchrollen nicht so gut wie die Zauberstäbe. M? Also wir kommen von da Osten. Im Norden waren wir, dann gucken wir doch mal nach Westen. Was da so ist. Aber bisher kommen wir recht gut zurecht. Das ist zwar nur das erste Level. Und das wäre so eine Falle. Ist zwar nur das erste Level, aber trotzdem schon mal ein guter Start. Und irgendwie bin ich mir nicht sicher. Oh. Ein schwarzer Trank. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich Fallen sind. Weil die sind zu offensichtlich. Ich tritt nochmal drauf. Ah, das war zum Beispiel ein Teleporter. Okay, also sind das nur irgendwelche Auslöser und nicht wirkliche Fallen. Also merken wir uns. Der hier vorne, kann ich laufen? Nein. Also Shift geht schon mal nicht. Also das hier ist ein Teleporter zurück. Hier vorne war noch so eine Druckplatte. Das war eine Giftfalle. Oder einfach nur Schadensfalle. Wow. Okay. Zack. Hihihihi. Und wieder ein Level up. Sehr schön. Das geht ja ganz schön flott. Jetzt sollten wir mal ein wenig waghalsiger sein. Ich bin momentan recht vorsichtig, weil ich halt nicht so schnell will, dass das Leben vorbei ist. Oh, 6 bis 8 Schadenspunkte. Da ziehen wir uns doch mal taktisch zurück. Hier in den Gang und ziehen mal das neue Schwert an. Unser jetziges macht ja nur 1 bis 2, da ist 6 bis 8 schon ein ganz schöner Sprung nach vorne. So. Und da müssen wir nicht ganz so häufig die Stäbe benutzen. Deren Ladungen sind ja begrenzt, auch wenn wir die ganz schön hinterhergeschmissen bekommen. Ein Ale kann mit. So, hier war irgendwo noch eine Druckplatte. Genau, die probieren wir mal aus. Au. Ich komme mir ein wenig komisch dabei vor. Aber vielleicht gibt es hier auch... Was war das da hinten gerade? Aber vielleicht gibt es hier auch positive Druckplatten. Also nicht nur Teleporter und Fallen. Gibt es Geheimwände eigentlich? Das wäre auch noch schick. Das mag mochte ich ja bei den ganz alten Spielen, so à la Dungeon Master. Dass man auf der Karte geguckt hat, wo könnte denn ein Geheimgang sein und dann da gegen die Wand gelaufen ist oder gegen die Wand gepocht hat, um zu gucken, ob es da weitergeht. Andere Spiele haben es dann später zu offensichtlich gemacht, dass man wirklich farblich sehen konnte, wo Geheimwände sind, und das finde ich ein bisschen albern. So, da haben wir einen Bogen. 1 bis 4 Schaden, das ist nicht besonders viel. Aber dann könnten wir wenigstens mit einem Fernkampf angreifen. Wir haben 20 Pfeile. Ich probiere den mal einfach aus. 5. So. Jetzt brauche ich nur noch einen Gegner. Das dürfte aber kein Problem. Oh, eine Bücherei. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo Schriftrollen. Kann ich keine Bücher rausbrechen? Nee, ist wohl echt nur Deko. Schade. Aber ja. In guter Roguelike-Manier alles schön random generiert. Ups. Ah, muss ihn auch spannen, okay. Komm her, doofe Fledermaus. Zack. Und er hat eine Rüstung dabei gehabt. Oh, und die Pfeile, die nicht treffen, liegen auf dem Boden. Sehr schön. Wie auch immer der Pfeil da hinten hingekommen ist. So, dich kriege ich. Dich kriege ich. Kann man den Pfeil auch wieder entspannen? Nö, schieße ich einfach gegen eine Wand. Ting. Aber ja, es ist sehr schön programmiert, muss ich schon sagen. Also vor allem, dass die Pfeile auch auf dem Boden liegen bleiben, dass berechnet wird, wie die Pfeile von der Wand abprallen. All solche Sachen. Weil auf den ersten Blick sieht man halt nur die Pixel und ach, das ist wieder irgend so ein Indie-Spiel, das nicht so gut programmiert ist. Aber nö, kann ich absolut nicht unterschreiben. Da hat sich jemand richtig schön viel Mühe gegeben. Und ich verliere die Übersicht, wo wir überhaupt sind. Ein Steak. Noch eine Falle.
Noch ein Bogen. Bist du besser? Nee, du bist auch nur 1 bis 4. So, ich glaube, dann sind wir jetzt hier in dem Bereich. Nee, nicht durch. Da oben geht's noch weiter. Aber da wird es zurück zu den Hauptgang gehen. Das heißt, wir sind dann gleich mit dieser Etage hier fertig. Mal gucken, was in der nächsten Etage kommt. Also ob sich die Dungeon Designs dann ähneln oder nicht. Das wäre auch noch ein recht wichtiger Faktor, denke ich mal. Und die Wand hier sieht komisch aus. Ja. Also ja, ob jetzt in der nächsten Etage das genauso aussieht wie hier oder ob da sich was ganz Neues hat einfallen lassen. Das wäre auch noch interessant zu wissen. Wow. Wo bin ich? Ach, da oben. Okay, hier wollten wir ja eh hin. Hier ist der Weg nach unten nämlich. Und komischerweise regenerieren wir uns doch nicht. Das heißt, als wir uns vorhin regeneriert haben, war das vielleicht echt nur wegen dem Ale. Was trinke ich mal? 8? 9? Ah ja, sehr schön. Also, Alkohol regeneriert uns schon mal. Das erinnert irgendwie an ein anderes gewisses Roguelike-Spiel. Und gehen wir mal runter. Ebene 2. Sieht noch ähnlich aus. Gucken wir, ob sich die Gegnertypen wenigstens ändern. Na, nicht wirklich. 20 Pfeile, sehr schön. Dass die Gegner sogar schwimmen. Okay. Na komm her. Kommst du da nicht hoch? Ah, wir können runterschlagen. So, noch ein Level up. Wir sind bei 14 Lebenspunkten. So weit, so gut. Und da liegt ein Amulett drauf. Können wir springen? Nö. Ein Amulett des Schutzes, 3 Rüstungsklasse. Das wird doch sofort angezogen. So, zack, zack, zack. Kaputte Lederhosen. Ich glaube, ich lasse die Sachen langsam liegen. Unser Inventar ist sonst ziemlich überfüllt. Also schmeiße ich jetzt einfach mal das ganze Zeug, was wir nicht unbedingt mehr brauchen werden, hier so hin. Bogen haben wir auch schon ein. Können wir die Pfeile stapeln? Nö. Tränke stapeln? Nö. Oh, das wird echt übel im Inventar später. Der Dolch kann auch noch weg. Können wir Markierung auf der Karte setzen? Nee, ich kann die Maus nicht auf der Karte bewegen. Schade. Also merken wir uns mal, falls wir irgendwann einen Händler treffen, kommen wir hierher zurück, um die Sachen einzusammeln. Hier liegt einfach so ein Stab auf dem Boden und 8 bis 28 Schaden. Oh. Eine Falle, die wir jedes Mal durchtapseln müssen. Oh, und jede Menge Gegner. Komm, stipp, 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 stipp. Also an Gegnertypen haben wir diese komischen Zombies da eben gerade, die Zauberer davor, diesen Dieb in Schwarz, Schleime, Fledermaus, männlicher Zauberer, das ist der da. Oh, ich hab, ey, was zum, hallo? Bin ich gerade ertrunken? Das war ja fies, da war irgendwo ein Teleporter auf dem Boden, der mich ins Wasser teleportiert. Also Lebenspunkte sehen nicht so gut aus. 7 von 14. Wir haben noch 3 Tränke. Wobei wir den grünen Trank von vornherein dabei hatten. Also nehme ich an, dass es ein Heiltrank ist. Ah, wir müssen durch die Falle laufen. Das ist jetzt nicht so gut. Na gut, hilft nichts. Au, 4 bis 14. Ja, wir verkriechen uns mal hier in die Ecke. Oh. Wie geil. Die Gegner können auch teleportiert werden. Ich glaube, da war gerade eine Ratte oder so. Und die ist da auf den Teleporter getreten und ist weggebeamt worden. Sehr schön. Also ja, ich bin sehr beeindruckt von dem Programmierer, dass er selbst auf solche Details geachtet hat. Ich probiere jetzt nochmal was aus. Ich schmeiße einfach irgendeinen Gegenstand darauf und gucke, ob selbst Gegenstände teleportiert werden. Das wäre richtig cool. Nehmen wir mal die Rüstung da. Soll weiter fliegen. Nein! Das muss irgendwo die Ratte hier sein. Nee, das war ein Magier. Du, weg, 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 weg. Kaputt. Kaputt. Jo, danke. Ein Eisenkurzschwert des Arkanen. 4 bis 6 Schaden und 3 magischen Schaden. Nö, unseres ist besser. Naja, nicht wirklich, aber können wir später aussortieren. Ich will jetzt... Oh, wir müssen durch die Falle durch. Nee. Okay, also, wir setzen uns hier jetzt in die Ecke und essen unser Steak. Gucken wir, wie viel wir regenerieren können. Also wir waren bei 3.
3 Punkte, 4 Punkte, 5, 6, 7, 8, boah, das regeneriert eine ganze Menge, 9, 10, 11. Also anscheinend regeneriert das Essen und der Alkohol ein einmal voll, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, müssen wir mal gucken. Und jetzt können wir auf jeden Fall hier durch. Hält der Regenerationseffekt immer noch an? Nö, tut er nicht. Na gut, kann man nicht zu viel erwarten. So, ich wollte hier was. Was war das? Was war das? Oh, der Teleporter wird. Was zur Hölle? Also entweder schießt irgendjemand auf uns oder wir lösen die Falle schon so halb aus. Na gut, nicht ablenken lassen. Wow, definitiv jemand schießt. Au. Der ist alle. Du. Wow. Okay. Definitiv neuer fieser Gegnertyp. Magier mit Kapuze. Wir trinken jetzt mal den grünen Trank. Das ist ein Gift. Super. Okay, wir trinken den schwarzen Trank. Das ist wohl ein Heiltrank. Also kriegen wir jetzt Giftschaden und Heilen dagegen. Super. Gucken wir, welcher Trank gewinnt. Oh Mann. Wir könnten jetzt noch einen zweiten schwarzen Trank hinterher kippen, aber erstmal glaube ich nicht, dass es so eine gute Idee ist, die Tränke so zu mischen. Und zweitens sollten wir ein wenig sparsam damit sein, denn wir haben ja nicht mehr so viel an Tränken und Essen. So, aber ich wollte jetzt eigentlich die ganze Zeit hier ausprobieren mit der Falle. Wir haben hier... Ich höre schon wieder irgendwo was plätschern. Gut, wir haben diesen Stab, der ist alle. Den wollte ich eigentlich jetzt darauf schmeißen. Daneben. Komm schon. Du bist ein großer Held. Du kannst es schaffen, einen leeren Stab auf eine Druckplatte zu schmeißen.